Gut, dann einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach dem Derby hier in Fürth von unserem Club. Ich begrüße recht herzlich in dem Fall jetzt unseren Trainer Robert Klaus und würde ihn direkt einmal um seine Analyse bitten. Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen. Ja, ich glaube, wir haben alle ein sehr gutes Fußballspiel gesehen in der zweiten Liga, ein sehr emotionales Spiel. Das habe ich von vornherein aber auch so erwartet. Was natürlich gefehlt hat, sind die Zuschauer. Das wäre ein geiles Spiel geworden für die Zuschauer, glaube ich. Das hat man schon gemerkt, dass da noch mehr Emotionen dann drin gewesen wären. Das finde ich schade dann, aber es ist halt so, wir haben uns daran gewöhnt, nur in so einem Derby fehlen sie einfach noch mehr. Und zwar vor dem Spiel bewusst, dass wir natürlich auch mal die eine oder andere Drangphase des Gegners überstehen müssen. Das war uns vorher bewusst. Wir wollten sehr leidenschaftlich agieren, wir wollten immer wieder auch wild werden und auch Stress bereiten. Das ist uns ab und zu ganz gut gelungen. Dann hatten wir auch ganz gute Ballgewinne. Wir hatten dann zu Beginn eine gute Phase, kriegen dann aber sofort dann das Gegentor. Das hat ein bisschen Dämpfer, war ein Dämpfer für uns, musste uns erstmal fangen, da man danach hatte Fürth die eine oder andere Situation bei uns in der Box und dann wieder ganz gut rausgekommen, gegen Ende der Halbzeit dann auch selber Torchancen gehabt, wo wir schon eine nutzen müssen, denke ich. Gehen dann in die Halbzeit und man hat in der Kabine schon gemerkt, dass die Jungs unbedingt dieses Spiel gewinnen wollten, dass sie sich nicht davon haben beeindrucken lassen von dem Gegentor. Und so sind wir dann auch rausgekommen aus der Kabine, hatten viele Situationen, hatten Chancen schon vorher, machen dann den Ausgleich, sind dann weiter am Drücker, machen dann verdient den Führungstreffer, hatten dann hinten raus ein paar Situationen zu überstehen, das ist auch klar. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir mal einen Konter noch mal richtig setzen, ja, weil viele Räume waren da, nach einem klaren Ballgewinn und nach einem klaren Ball mal vorne reinzuspielen, einen Konter zu setzen zum 3-1, das haben wir nicht geschafft, so musste man dann bis zum Ende zittern und kassieren dann den Ausgleich in der Nachspielzeit, wo Fürth einfach dann mit mehr Personal vorne am ersten Pfosten ist, wo wir es nicht ganz schaffen, dort durchzuverteidigen und beziehungsweise reinzufallen in die Kette. Sehr bitter das Ergebnis. Wir sind trotzdem stolz auf die Mannschaft, wie sie es umgesetzt hat, wie sie Mut hatte, wie sie ihr Herz in beide Hände genommen hatte, gerade in der zweiten Halbzeit. Das war wirklich okay, das können wir für uns positiv nutzen. Die Enttäuschung ist trotzdem im Moment einfach noch da, weil wir so nah dran waren, hier einen Derby-Sieg zu landen. Und ja, weil er auch nicht glücklich, sondern ich denke auch verdient gewesen wäre, ohne dass wir jetzt zwingend drückend überlegen wären, aber aufgrund des Spielverlaufs und aufgrund auch der Intensität, die wir an den Tag gelegt haben, zweite Halbzeit, hatten wir einfach ja, gute Situationen und hätten es auf unsere Seite ziehen können. Müssen wir mit leben, ist es einfach so. Wir schauen, dass wir jetzt in der Länderspielpause wieder gut regenerieren, dass wir ein paar inhaltliche Schwerpunkte setzen, damit wir für ja, das letzte Viertel der Saison gut gerüstet sind und da reingehen und unsere Punkte holen. Ich habe schon mal vor dem Spiel gesagt, dass dieses Spiel weniger für die Tabelle einen Ausschlag hat, sondern eher für uns als Club, für unsere Fans. Denen wollten wir was geben. Und ab dem Spiel gegen Paderborn schauen wir wieder auf die Tabelle und kümmern wir uns darum, dass wir genügend Punkte holen. Das Spiel war heute. Ja, einfach da, um zu gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft. Trotzdem mit der Leistung können wir zufrieden sein. Herr Robert, vielen Dank für deine Analyse. Dann starten wir mal mit den Fragen der Journalisten. Wir fangen an mit Marco Wertzinger von der Bild. Was überwiegt, der Frust über den späten Ausgleich oder der Stolz aufgrund der Leistung Ihrer Mannschaft? Ja, im Moment noch eher der Frust, weil es so kurz danach ist. Ich denke, dass wir, wenn wir es aufarbeiten und analysieren, dann wird da auch noch mehr ja, Zufriedenheit und Stolz über die Leistung kommen. Aber im Moment überwiegt einfach der Frust, weil wenn du so nah dran bist, einen Auswärtssieg im Derby zu landen, glaube ich, kriegst halt im Jahr nur zwei Chancen, einen Derby-Sieg zu holen. Ja, und es war jetzt dieses Jahr die zweite Chance, die erste haben wir schon vertan. Und deswegen bis zum nächsten Mal müssen wir wahrscheinlich wieder etwas warten. Ja, also wenn wir es am ersten Spiel in der nächsten Saison haben, dann nicht so lange, aber es kann natürlich sein, dass es länger dauert. Deswegen überwiegt im Moment noch der Frust. Ein Wort zur Leistung von Erik Schuranoff ist die zweite Anmerkung in dem Fall, weil es keine Frage ist, von Marco Wertzinger. Ein Wort, gut. Ausführlicher. Erik hat sich in den letzten 2, 3 Wochen im Training schon gezeigt, war schon auffällig. Deswegen haben wir ihn auch eingewechselt in Düsseldorf und gegen Osnabrück.
Weil wir gemerkt haben, dass er gut drauf ist. Er ist mittlerweile körperlich in der Verfassung, wo er bei uns im Kader gut mithalten kann. Da hat er am Anfang Probleme gehabt mit der Intensität. Das haben wir auch gesagt, dass wir ihm Zeit geben müssen, dass er Qualitäten vor dem Tor hat und dass er ein richtig guter Stürmer ist. Das wussten wir vorher, aber wir mussten ihn an einfach Profifußball gewöhnen, an Trainingsintensität, auch an taktische Dinge. Da haben wir etwas Zeit gebraucht. Das war uns vorher klar. Jetzt haben wir ihn auf das Niveau gehoben, wo wir ihn brauchten. Das hatte sich angedeutet, dass er spielt, war eine Bauchentscheidung vor dem Spiel von mir, weil ich einfach gesagt habe, der Junge kann wahrscheinlich Derby spielen, weil er es in der Jugend schon das ein oder andere Mal gemacht hat und das ein oder andere Mal geknipst hat. Und deswegen haben wir gesagt, der Junge schießt uns heute zum Sieg, was ja fast aufgegangen wäre. So, das waren die Fragen von Marco Wertzinger. Wir gehen rüber zu Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Wann kam Ihnen die Idee mit Shuranov? Ja, die kam schon unter der Woche, als er im Training immer mal wieder geknipst hat. Die Idee ist ja nicht komplett neu, sondern wir haben ja immer auch ein Leistungsprinzip und einen Leistungskampf im Training. Und wenn Stürmer gut drauf sind, dann soll man sie belohnen. Es geht ja da nicht darum, dass man Spieler auf die Bank setzt, um sie zu bestrafen, sondern man belohnt Spieler mit Einsätzen, weil sie es verdient haben. Deswegen ihn in die Startelf zu packen, das kam schon Mitte der Woche, weil er einfach im Training gut drauf war. Und ja, am Ende muss man dann auch dafür dann sich dann irgendwann noch entscheiden. Die letzte endgültige Entscheidung ist dann heute Morgen gefallen. Wir machen weiter mit Uli Diekmeyer. Der große Befreiungsschlag war zum Greifen nah. Kann das Spiel trotz des späten Ausgleichs beflügelnd wirken? Ja, wird sich zeigen in den nächsten Wochen einfach. Ich glaube, die Mannschaft hat gesehen, zu was sie imstande ist, wenn sie alles raushaut, wenn sie die Intensität geht, die wir wollen, die wir brauchen. Das sind genau die Art und Weise, wie wir auch Fußball spielen wollen mit dieser Intensität. Wenn man einfach mal die Statistik sich anguckt, wir haben heute 240 oder so Sprints abgerissen, das ist herausragend, das ist richtig gut, das brauchen wir in unserem Spiel, dann funktioniert unser Spiel auch gut. Natürlich ist das schon eine Benchmark, die wir immer erreichen wollen, da spielen aber auch noch andere Faktoren eine Rolle. Ich kann es jetzt noch nicht abschließend beurteilen, weil das müssen wir warten, wie die nächsten Spiele laufen, dann können wir es beurteilen, ob das dann eine Initialzündung war, dass wir immer so intensiv Fußball spielen. Ich wünsche es mir, ich hoffe es auch, dass das ist und daran wollen wir auch die Spieler messen. Und noch eine letzte Frage von Uli Diekmeyer. Muss diese Leistung jetzt nicht der Maßstab sein für die restlichen Spiele? Ja, habe ich ein bisschen von der Intensität her ja, aber natürlich Derby ist schon immer auch was Besonderes. Das müssen wir auch nicht kleiner reden, als es ist. Da sind noch mehr Emotionen dabei. Das beflügelt auch nochmal. Ja, und das ist natürlich auch immer abhängig vom Gegner. Diese Liga ist extrem eng. Man sieht es, dass Tabellenstände gerade nicht unbedingt so viel aussagen über Spielverläufe, wie Ergebnisse zustande kommen. Und in jedem Spiel musst du an die Grenze gehen. Und Derby ist losgelöst von anderen Spielen. Es kann Mut machen, aber die Art und Weise ist immer charakteristisch für so ein Derby. Das wussten wir vor dem Spiel, das wollten wir auch unbedingt. Deswegen würde ich das jetzt nicht so sehr mit anderen Spielen vergleichen. Wir wollen grundsätzlich so intensiv Fußball spielen wie heute. Und jetzt dann auch die allerletzte Frage nochmal von Marco Wertzinger. Warum kann Ihre Mannschaft diese Leidenschaft nicht häufiger auf den Platz bringen? Ja, die Frage höre ich jedes Mal, wenn wir ein gutes Spiel machen. Werde es jetzt auch nicht beantworten, weil ich finde, heute geht es um das Spiel gegen Fürth und nicht um andere Spiele, sondern es geht darum, wie wir gegen Fürth aufgetreten sind. Und ich habe auch letzte Woche nach dem Osnabrück-Spiel auch Begründungen geliefert, warum wir nicht so aufgetreten sind. Und heute habe ich Begründungen geliefert, warum wir so aufgetreten sind. Und dann ist gut. Gut, wunderbar. Robert, vielen Dank. Dann beenden wir den ersten Teil der Pressekonferenz nach dem Derby und übergeben an die Kollegen. Danke, tschüss. Gut, dann legen wir doch direkt los. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz, zum Heimteil, zu der ich unseren Trainer Stefan Leitl recht herzlich begrüßen darf. Und Stefan, dich um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, danke Manuel. Die erste Hälfte ist, denke ich, schnell erzählt. Wir gehen früh in Führung, wir haben das Spielgeschehen total unter Kontrolle. Ja, die Jungs haben einen guten Job gemacht. Ich glaube, uns hat so ein bisschen die Gier dann vielleicht gefehlt oder vielleicht auch die Frische noch, um dann vielleicht in der ersten Hälfte schon deutlicher dann zu führen. Ich glaube, die Situationen, die waren durchaus da. Insgesamt hatten wir ein gutes Positionsspiel, haben uns da auch immer aus dem Druck der Nürnberger befreien können. Ja, wir gehen dann in die Halbzeitpause. Wir haben in der Halbzeit kurz gesprochen, dass,
dass wir vielleicht nur mal versuchen, etwas schneller in die Tiefe zu spielen, auch das Pressing mal mit einem hohen Ball zu überspielen, um nicht zu viel Energie dann. Das war, glaube ich, auch ein Schlüssel in der ersten Hälfte. Haben wir viel Energieaufwand betrieben, um in eigenem Ballbesitz zu bleiben, weil die Nürnberger da auch gut gepresst haben. Aber ja, und ich finde, wir waren auch in der zweiten Hälfte, ja, war das okay bis zum Ausgleich. Dann kamen die Nürnberger besser raus, ja, drehen dann das Spiel. Muss man auch sagen, dass es dann zu dem Zeitpunkt verdient war, dass sie es gedreht haben. Aber dann muss ich auch sagen, was dann in den Jungs nochmal ja, vorgeht, nach dem schweren Auswärtsspiel am Mittwoch in Regensburg. Ich habe das, ja auch direkt nach dem Spiel schon angesprochen. Mit 125 Kilometer in den Beinen aus Regensburg heute wieder fast 4 Kilometer mehr zu laufen als der Gegner. Dann ist es auch verdient, dass wir das 2:2 dann noch kurz vor Schluss machen. Und von daher ja, sind wir glücklich, dass uns der Ausgleich noch gelungen ist. 4 Punkte geholt jetzt aus der englischen Woche. Ja, für uns geht es natürlich jetzt darum, schnellstmöglich zu regenerieren, viele Spieler in Form zu bekommen für die schwere Aufgabe nach der Länderspielpause. Und das ist natürlich auch jetzt eine Aufgabe für uns, weil Merge Maffrey wird nicht zur Verfügung stehen in Heidenheim, 5. Gelbe. Dixon Abiyama fällt aus mit der 5. Gelben und unsere 2 EM-Fahrer ja, werden wahrscheinlich erst Donnerstag zurückkommen. Deswegen müssen wir jetzt die Jungs, die hier sind, in Form bringen, ja, und dass wir eine gute Leistung gegen Heidenheim zeigen. Danke. Danke dir. Kommen wir zu den Fragen. Fangen wir an mit Nico Gille von der Bild Nürnberg. Was überwiegt, Freude über den Last-Minute-Ausgleich oder der Ärger, das 1:0 im Laufe des Spiels noch aus der Hand gegeben zu haben? Ja, ich bin natürlich freuen wir uns, dass uns der Ausgleich dann noch gelungen ist, aber der war absolut verdient. Da gibt es auch kein Zweifel daran. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Frische haben, ein bisschen mehr mentale Frische auch haben und in den Situationen, die ich ja schon erwähnt habe, bessere Entscheidungen treffen, vielleicht noch einen Ticken schneller spielen in der ersten Hälfte, dann glaube ich, können wir höher führen in der ersten Hälfte. Aber nochmal, es ist ein Derby, da kommen Emotionen mit rein. Es war ein sehr intensives Spiel heute auch wieder und tolle Reaktion von meinen Jungs und wir haben uns das absolut verdient, den Punkt. Frage 2, warum die Mannschaft in der zweiten Halbzeit passiv aus der Kabine war und den Zugriff aufs Spiel zeitweise verloren hat, hast du schon mal aufgegriffen? Ich kombiniere es deswegen gleich mit der nächsten Frage, ob dich vor allem die zweite Hälfte von Nürnberg überrascht hat. Nee, hat mich jetzt nicht überrascht. Mich hat aber, ich finde nicht, dass wir die zweite Hälfte in irgendeiner Form aus der Hand gegeben haben, sondern wir waren weiterhin absolut spielbestimmend und wir kriegen dann den Ausgleich. Muss man auch mal sagen, ja, das ist ein abgefälschter Schuss, der ansonsten wahrscheinlich irgendwo aus dem Stadion fliegt, der Ball, der dann drin ist. Und dass dann Nürnberg Aufwind bekommt, das ist auch klar. Und ich habe es ja schon im Eingangsfazit erwähnt, das muss man auch anerkennen, das haben sie sich dann auch verdient, dass sie in Führung gehen, weil sie dann wirklich Situationen auch gut kreiert haben und gut gespielt haben. Aber insgesamt ist der Punkt absolut verdient, auch aufgrund der Tatsache, dass wir sehr viel nochmal investiert haben und auch in der zweiten Hälfte sehr, sehr gute Chancen auch für uns noch hatten. Und das war nicht nur eine, sondern es waren schon mehrere. Ich glaube, mit ein bisschen Glück bekommen wir auch einen Elfmeter. Albert Nielsen nach dem Eckball, ja, als der Ball an die Hand geht. Also ich glaube, insgesamt ein verdienter Punkt für uns. Die letzte Frage von Nico Gelev ist, ob das ein Dämpfer im Aufstiegsrennen war. Ich kombiniere es mit der Frage von Sebastian Gloser, was das Ergebnis für den Aufstiegskampf bedeutet. Das Ergebnis bedeutet, dass wenn wir ein sehr, sehr gutes Spiel in Heidenheim machen und gewinnen, dass wir dann auf unser Ziel von 50 Punkten kommen. Damit kommen wir auch direkt zur ersten Frage von Sebastian Gloser. Eigentlich ersten Frage von Sebastian Gloser. Okay. Muss ich jetzt sagen, ich habe die Reihenfolge durcheinander gewirbelt. Heute sollte der 50-Punkte-Marke sehr nahe gekommen,
zu kommen gewesen sein. Bist du nach dem Spielverlauf trotzdem auch vorerst mit 47 Punkten zufrieden? Also ich glaube, dass wir hier in Fürth alle zufrieden sind mit dem bisherigen Saisonverlauf und mit den bisherigen 47 Punkten. Wir werden die nächsten Wochen nach wie vor unter den Top 5 sein. Ja, wir haben uns ein bisschen ein Polster erspielt und deshalb sind wir gut gelaunt, gut gestimmt. Ja. Wir hätten das Spiel natürlich gerne heute gewonnen. Da brauchen wir ja auch nicht drüber sprechen. Aber wir haben jetzt 47 Punkte. Wir sind immer noch auf Platz 3 und wir haben ein Ziel vor Augen. Und das möchten wir sehr, sehr intensiv und werden wir sehr, sehr intensiv verfolgen, nämlich diese 50-Punkte-Marke. Und dafür ist in 2 Wochen die Möglichkeit da, dort auf 50 Punkte zu kommen. Es lief gut, nach 25 Minuten kam dann Nürnberg besser ins Spiel und du wirktest in dieser Phase unzufrieden. Was hast du da vermisst? Ich war einfach unzufrieden, nicht mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, das war absolut okay, sondern mit der Haltung, wie wir in das Spiel dann auch gehen. Ja. Wir sind enttäuscht, wenn wir einen Fehlpass spielen, wenn gewisse Abläufe dann nicht funktionieren und das habe ich auch in der Halbzeitpause gesagt, es gibt kein perfektes Spiel und wir müssen die Prinzipien, die Prioritäten der zweiten Liga immer wieder mit ins Spiel bringen und deswegen, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, wir haben in Regensburg 60 Minuten in meinen Augen ein überragendes Spiel gemacht, von daher ich habe das ja auch schon mehrmals erwähnt, wir werden nicht viel recht viel besser spielen können. Wir müssen diese Chancen, die wir uns dann kreieren und diese Situationen, in die wir kommen, die müssen wir uns ein Tick weit klarer natürlich rausspielen und dann werden wir auch noch mehr Chancen bekommen und auch wahrscheinlich noch mehr Tore erzielen. Aber ich glaube auch, dass heute auch noch der Faktor Frische natürlich eine Rolle gespielt hat. Aber trotzdem, nochmal Kompliment an die Jungs für die Einstellung dann auch nach dem Rückstand und vor allen Dingen an der Mentalität. Faktor Frische wäre dann auch schon die Antwort auf Frage 3 mit, dass es kaum Alternativen für das Nachholspiel gegen Regensburg gab und wie sehr die Müdigkeit heute eine Rolle gespielt hat, das hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Vierte Frage von Sebastian Gloser, es ging auf dem Platz mitunter intensiv zur Sache, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wie sehr hat dich während des Spiels das Derby-Fieber dann gepackt? Also ich war auch vor dem Spiel gepackt. Ja. Ich spiele schon gern ein Derby. Ja. Und ich glaube, dass man dann auch anhand der Ergebnisse sieht, dass es uns sehr gut gelingt, in der letzten Zeit diese Derbys zu spielen. Ungeschlagen. Ungeschlagen. 2 Siege, 2 Unentschieden, glaube ich, oder? Hört sich nicht so schlecht an. So, dann kommen wir zur Frage 5 und zur letzten von Sebastian Gloser. Wie stolz bist du, dass die Mannschaft nicht aufgegeben hat und sich noch belohnt hat? Und dann der neue Aspekt, noch ein Satz zu Dixon Abiyama, bitte. Ja, ich bin heute stolz. Ja, mich freut es einfach für die Jungs, dass sie sich für ihren Aufwand belohnt haben und dass sie wieder an die Grenzen gegangen sind und ihre Mentalität gezeigt haben und auch davon überzeugt waren, dass wir in der Lage sind, dieses Spiel dann auch noch zu drehen. Und um auf Dixon dann zu kommen, ich glaube, dass dieses zweite Tor dann auch so ein bisschen sinnbildlich ist. Nicht, weil Dixon das Tor macht, sondern auch, wenn wir klar spielen im letzten Drittel, ja, und diese Dinge dann auch klar erkennen und zu einer sauberen Flanke kommen, dann haben wir auch die Qualität, um Tore zu schießen. Und Dixon ist ja einer, der sich das permanent verdient über seine akribische Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und es war nicht jetzt das erste Mal, dass er uns geholfen hat. Und deshalb freut es mich natürlich auch für ihn persönlich, dass er sich mit dem tollen Tor belohnt hat. Aber mich freut es natürlich auch eine überragende Flanke von Luca Itter. Darf man auch nicht vergessen, der ins Spiel reinkam und wirklich sofort im Spiel war und uns auch dann ein Stück weit besser gemacht hat. Kommen wir zu Martin Moravec von der dpa. Tut es der Mannschaft gut, in der Länderspielpause nochmal durchschnaufen zu können? An welchen Punkten wird dann da gezielt gearbeitet, damit das Erreichen der 50-Punkte-Marke rasch gelingt und danach dann auch der Aufstieg? Ja, es tut uns wirklich gut. Also ich
Ich bin jetzt echt froh, dass diese Länderspielpause ist. Natürlich, ich habe es ja auch schon erwähnt, haben wir das ein oder andere Thema, das uns natürlich in Richtung Heidenheim auch mitverfolgen wird. Trotzdem ist es jetzt wichtig, einfach ein bisschen runterzufahren. Ja. Das heißt, wir werden viel im Grundlagenbereich arbeiten, dass die Jungs eine gute Frische bekommen. Wir werden versuchen dann zu spielen halt dann auch noch. Das heißt, dass die Spieler, die jetzt weniger gespielt haben, auch dann nochmal die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Und dann werden wir auch den einen oder anderen freien Tag machen, um dann einfach wirklich vor allen Dingen mental frisch in, ja, es ist ja nicht mehr das letzte Drittel, da sind wir schon drüber hinaus, aber einfach mental frisch in die letzten Spiele zu gehen, ja, mit ganz viel Lust und einfach diese 50 Punkte zu holen und kontinuierlich einfach weiter punkten. Und das sind die Ziele und dafür brauchen wir Frische. Vielen Dank. Dann wünschen wir allen genau diese Erholung über die Länderspielpause und dann sehen wir uns danach wieder vor dem Spiel in Heidenheim. Schöne Zeit bis dahin. Macht es gut.